Hallo und herzlich willkommen zu Brotato hier, endlich mal wieder auf Henno Uncut. Meine Damen und Herren, es gab einen riesigen Patch. Es gibt zwei neue Charaktere, den Waffenhändler und den Streamer. Streamer spielen wir heute, aber auch kurz die Patch Notes. Es ist insane. Es geht genau da weiter, wo es... Also es ist einfach nur geil, wirklich. Die haben jetzt viel angepasst, es gibt aber auch neue Sachen und Sachen wurden gereworked. Also natürlich viele kleine Feinheiten. Insgesamt gibt es einfach 6 neue Items. Bestimmte Items zeigen jetzt an, wie sie sich so machen. Also zum Beispiel die Augen, die immer 6 Stück weggeballert werden, die ja skalieren mit maximales Leben, die machen ja Schaden. Da steht jetzt immer dran, wie viel Overall Damage die insgesamt schon gefahren haben. Ist ganz cool. Ja, es gab ein paar Anpassungen. Hordewellen bringen 15% mehr Coins, Digga. Die Eier zum Beispiel, die erschienen mir auch recht stark. Die brauchen jetzt eine Sekunde länger, bis die schlüpfen. Irgendein Boss wurde, ne? Also, ja, der Elite, der erste Elite-Gegner wurde ein bisschen genervt, die HP. Also, ne? Leichte Anpassung. Aber auch sowas wie der Gladiator wurde gebufft, Saver wurde gebufft. Bestimmte Charaktere können jetzt mit anderen Sachen, mit anderen Waffen auch noch starten. Und so weiter und so fort. Blunt Weapon Set wurde ein bisschen gebufft. Aber auch Reworks. Also zum Beispiel die Axt. Die hatte, glaube ich, niemand von uns. Weil, also ich dachte mir auch so, ja, aber why? Also die ist halt primitiv und hat Nahkampfscaling. Okay. Gibt es aber ja 1000. Also, ne? Ist irgendwie komisch. Die haben das jetzt verändert. Und zwar 80% Melee Damage Scaling hatte sie. Wurde zu 50. Das heißt, sie macht weniger Schaden. Aber sie skaliert zu 20% mit Max HP. Das heißt, wir haben jetzt eine Waffe, die damit skaliert, sollten wir mal auf Max HP ganz viel gehen wollen. Potato Thrower auch. Also super interessant, ne? Also so kleine Reworks, sag ich mal. Sehr, sehr cool. Es wurde so ein bisschen Technikzeug bzw. Konstruktion gebufft. Ne? Der Teiler hat mehr Attack Speed, deutlich mehr Attack Speed und so weiter. Ist ganz interessant, könnt ihr euch mal reinlesen. Einfach auf der Steam-Page. So, und wir spielen heute den Streamer. Der Streamer ist ein neuer Charakter. Und ihr seht es auch schon, der hat nicht irgendwie Taucherausrüstung an. Nein, der hat wohl einen Beats-Meat-Controller im Mull. Die Beats, ich schaue ja auch immer mal wieder mal rein. Bring ja auch Brotato, auch schon länger. Und da sind die wohl auf den Entwickler zugegangen und haben gefragt, yo, hast du Bock, einen Charakter zu machen? Und das ist jetzt der Streamer rausgeworden. Es geht wirklich um Twitch-Streamer so mäßig, weißt du? Und die Mechanik ist ganz klar. Man wird fürs Nichtstun übel entlohnt. Also die Hauptmechanik des Charakters ist die, wenn er stehen bleibt, generiert er Coins in Form von 3% seiner aktuellen Coins auf dem Konto. Ja? Also wenn er 300 oben gerade auf der Uhr hat und er bleibt stehen, bekommt er jede Sekunde 3% davon gutgeschrieben. Scaled. Und ihr könnt euch das schon vorstellen, das geht richtig ab. Also später werden wir hier auch haben, 25 Materialien pro Sekunde reingeballert, ist heftig. So, des Weiteren, wenn wir uns bewegen, machen wir 40% mehr Schaden, haben 20% mehr Angriffstempo. Und für jede Konstruktion, also jeder Turm, jede Mine, jeder Teiler, alles was da rumsteht, kriegen wir 2 Rüstung. So, das heißt, eigentlich sollte er auf Technik gespielt werden. Er wird aber schon wieder übertrieben abused, einfach mit Schleuder. Man spielt heutzutage im Brotato alles mit Schleuder, weil Schleuder ist komplett busted. Ist so der Main-Build für ihn, aber ich finde, so ist er nicht gedacht. Beziehungsweise, ich will jetzt auch nicht den 38. Bild hier mit Schleuder euch vorstellen. Deswegen, wir spielen heute auf Technik, wir spielen auf Konstruktion. Das nur am Rande da. Wir gehen auf richtig viel Rüstung. Lecker. Nehmen dann auch schön die Items mit, die Minusrüstung geben, weil wir werden Arsch viel Rüstung haben. Irgendwann lohnt ja nicht mehr Rüstung. So. Aber jetzt kommen die Downsides. Wir bekommen nur, also wir bekommen weniger Materialien von Gegnern. Minus 50% lassen die diese fallen, die Coins. Und für alle 15 Materialien, die wir oben auf der Uhr haben, haben wir minus 1% Schaden. Das ist insane. Und auch minus 1 Tempo. Das heißt, wir können uns irgendwann gar nicht mehr bewegen. Also es ist tricky. Er ist
Nicht leicht. Es sei denn, man spielt auf Schleuder, klar. Aber ja, wir spielen mit Schraubenschlüssel. Und es ist jetzt, ihr werdet jetzt schon sehen, wir starten mal rein, natürlich Gefahrenstufe 5. Stellen uns direkt zu unserem Turm und bleiben einfach stehen. Und jetzt tickt es hoch. Und es ist mehr worth, die Scheiße um uns herum wirklich nicht aufzusammeln. Weil es ist immer so ein kleiner Delay, wenn man erstmal wieder steht. Es tickt nicht direkt weiter. Wisst ihr, wie ich meine? So. Jetzt haben wir noch schnell eingesammelt. Und jetzt die Frage. Ich habe den schon ein bisschen angespielt. Ab, ich glaube, 68 Materialien auf der Uhr sind plus 2 Ticks. Jetzt ist die Frage. Gehen wir jetzt nochmal mit einem Schraubenschlüssel rein oder hyper-rerollen wir für mehr Schraubenschlüssel? Weil ihr wisst ja, in den ersten 3-4 Runden kommen im Shop immer 2 Waffen und vor allem die wir halt haben. Ne, also Werkzeuge, Schraubenschlüssel, haben halt dann eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und da bin ich mit mir am Hadern. Ja, aber wir machen folgendermaßen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir wirklich bei unseren Leisten bleiben, Digga. Und versuchen, hier die Schraubenschlüssel reinzuholen. Und weitermachen. Ich habe eine Technik für 9. Das ist echt günstig. So. Stellen uns wieder. Ja, das passt. Allein die 3 Schraubenschlüssel halten die jetzt schon uns vom Leib. So, das bedeutet, zum Beispiel in dieser Runde, wir werden halt... Also, wir machen jetzt in den ersten Runden so wenig Geld. Weil wir halt ja auch immer alles ausgeben... uns nicht aufheben. Ne, das hängt damit zusammen, wenn man alles ausgibt. Und das ist so ein bisschen tricky. So, ich sammle mal hier die plus 2 wenigstens ein. Ja, jetzt haben wir 42. Na gut, plus... Also, actually ist gar nicht bad für Welle 2. Ist eigentlich relativ normal. So, wir nehmen plus 2 Technik mit. Und böllern hier wieder Schraubenschlüssel. Den sperren wir. Und weiter geht's. So, das heißt, ihr merkt es, wir kommen irgendwie nicht vom Fleck, was Einnahmengenerierung angeht. Und das ist wie auf Twitch. Am Anfang ist schwer. Ja, man geht in der Masse unter. Ich habe das auch 3-4 Jahre lang erlebt. Ist natürlich scheiße. Wir müssen uns hier wegbewegen. Ich habe vergessen. Ja, am Anfang solltet ihr euch immer zu euren Turrets positionieren. So, 4, 3, 2. Ich sammle die 2er noch ein. Ach, war nur einer. Na gut. So. Limonade nehmen wir mit. Jetzt so die Frage, ne, nimmt man Ernte ein bisschen mit? Und ich würde sagen, ja. Gerade so früh 5 Ernte. Ich will jetzt hier mein weniges monetäres Guthaben, was ich als kleiner Twitch-Streamer habe, jetzt hier nicht direkt in Rewards knallen. Das heißt, wir nehmen Ernte mit, Schraubenschlüssel. Jetzt bete ich das direkt. Ja, toll. Toll. Und jetzt sind wir good to go. Ab jetzt, so, wir stellen uns zu den Turrets. Und jetzt chillen wir. Wie auf Twitch. Jetzt irgendwie Chat-Interaktion. Oh ja, Thorsten 69. Ja, Läufex kommen nicht mehr. So. Und dann kommt das Geld rein. Ihr merkt es, ist klasse. Aber wir kriegen halt immer mehr Schaden. Umso mehr wir oben auf der Uhr haben. Wir haben aber nichts auf der Uhr, wie ihr merkt. Wir können mal gucken, ob wir jetzt wohl 60 haben. Nee. Ja, nächste Runde geht's ab. Also ab nächste Runde werden wir... Plus 5 Ernte ist echt wichtig. Werden wir abbesahnen. So, jetzt seht ihr schon. Bei diesem Item steht unten zugefügter Schaden. Das heißt, dieses Item macht ja, dass wir irgendwie Schaden dadurch anrichten. Und das wird unten getrackt. Finde ich ultra geil. Und manche Items haben jetzt auch eine Grenze. Oder zum Beispiel Tasche können wir jetzt 3 mitnehmen. Aber der Effekt wurde genervt. Aber dafür können wir 3 mitnehmen. Panikwurz hat jetzt eine Grenze von 4 und so eine Sache. Ne? So. Angriffe haben eine Chance, Brandschaden anzurichten. Wir nehmen das mit, weil es gibt ein Technik-Item, dass all unser Elementar-Damage auch in Technik umgewandelt wird. Das heißt, wir könnten dann, na, mal gucken. So, hier nehmen wir mal 6% Ausweichen mit. What the fuck? Okay, und jetzt machen wir Folgendes. Wir geben nichts aus. Nichts. Abfahrt. So, da oben. Oh Gott, 4 Turrets nebeneinander. So. Jetzt kommen da die 2er-Ticks. Ja, ihr seht es. Und jetzt skalieren wir. Weil gleich kommen jetzt schon 3er. 20 Sekunden. Ja, da wurde verbrannt.
Dreier-Ticks. So. Und so löppt der Lachs, ja. Vierer-Ticks. Ja, ja, ja. Ne? Wir haben jetzt aber auch Glück, dass... Eieiei, jetzt müssen wir uns leider bewegen. Aber ich sammle einfach die Zweier ein. Sechser-Ticks, Siebener-Ticks. Ja, schade. Okay, wir haben sehr wenig Leben. Wir haben 14 Leben, müssen wir bedenken. Ja, Glück wäre schon nice, aber 2 HP... Ja, wir nehmen mal Glück mit. Zack. So, geil. Also nochmal, ne? Wir kriegen 2 Rüstungen für jede Konstruktion. Landminen ist eine Konstruktion. Geschütz ist eine Konstruktion. Bam. Jetzt haben wir einfach schon 16 Rüstungen. Ach so, die beste Neuerung vom Patch. RT. Wir sehen die sekundären Werte. Endlich. Ich musste mir erinnern, wie wir hier immer Mathe gemacht haben. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt hier 3D-Rechner-Dings. Ist ja Hammer. Da stehen sogar Abpraller, Durchschlag, Brandtempo steht da. Gegnertempo. Ist übel nice. Richtig geil. So. Wir würfeln neu. Wir würfeln nochmal neu. Gefährlicher Hase. Cool. Bisschen mehr Rückstoß. Wir würfeln nochmal neu. Coupon. Nice. So, jetzt haben wir 120. Das heißt, wir starten, glaube ich, schon mit 3er-Ticks. Nehmen wir. So, wo sind Turrets? Das sieht ganz gut aus. Ja, wobei. Stellen wir mal hier rein. So. Mal gucken. Welle 6. Ja, Welle 8 wird halt sehr, sehr schwer. Weil da ist nicht viel mit rumstehen. Sind wir ehrlich. Boah, der ist auch eklig. Ihr merkt es. Also, es ist... Eieieiei. Nee. Ja. Das ist zu viel. Haben wir Healing irgendwo? Thomas? Ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen bewegen. Ist bitter. Ach geil, die Turrets verbrennen auch. Cool, das war so ein großes Fragezeichen von mir. Da ist Healing. Ja, wir brauchen unbedingt Lebensregeneration irgendwie. Und jetzt würde ich noch ein bisschen gerne rumstehen wollen. Oh, okay. So. Tempo, Schaden, Lebensabzug. Das Rerollen war Rüstung, Max... LP oder Technik. Also Technik wäre Granate. Aber wir brauchen wirklich Max Leben. Bei Rüstung haben wir. 4 LP-Regeneration. Ultra gut. Wir gehen nämlich sehr viel auf LP-Regeneration. So. Hier brauchen wir nichts. Hier Schraubenschlüssel und Landminen. Gibt nochmal 2 Rüstungen. Geil. Schraubenschlüssel in mein Ass. Und Kuchen nehmen wir auch mit. So. Hier ist übrigens das Beil. Das muss jetzt mit Leben skalieren. Es sei denn, naja, okay. Wir gucken. So. Wo sind viele Turrets? Ja, ist, glaube ich, in Ordnung. Ich könnte mich mehr so hier reinstellen. Ja. Okay, wir können gleich mal gucken, wie viel Schaden schon die Panikwurst gemacht hat. So, das Vieh wurde genervt. Aber ist natürlich immer noch arschnervig. Ja, ihr seht es. So, wir haben ein bisschen Lebensregeneration. Ja, das ist tricky. Weg damit. Jetzt stürmen die hier alle rein, die Schweine. So, ach da. Ah, jetzt kommen jetzt die Range Dudes. Wir brauchen, also was das beste Item für ihn ist, ist dieser Healbot. Wirklich. Das ist das beste Item für ihn. Und remember, so jetzt kriegen wir 10er-Ticks, aber... Oh Gott. Ah, okay. Ihr merkt, was die Schwierigkeit ist. So, 6 Max Life, klar. Coupon nochmal, geil. Schraubenschlüssel, cool. Prozentualer Schaden brauchen wir nicht, denke ich. Schraubenschlüssel, Holzverleim, dann ist es weg. Wir rerollen. Ausgerenkter Kivo. Könnte man machen, aber ich denke, wir können auch einmal rerollen. Okay. Guck mal, da haben wir jetzt 2 Lilane. Actually würde ich sogar gern direkt einen roten rausmachen, weil der macht AOE Damage. Aber okay. Lilane sind ein bisschen tricky, weil das sind die Sniper Turrets, ne? Die Laser Tower. Wobei gegen die Dickness ist ganz gut. Aber ja. Ah, ich wollte gucken, was die Feuerwurst gemacht hat hier. Panikwurst. Hat schon 7er Schaden. Okay, das ist actually nicht so viel. Okay, da hat man aber gerade gesehen. Der Laserturm. Oh, ich kann jetzt hier aber schön stacken. Jetzt kann ich schon fast wieder auf den Chat eingehen. Stell dir vor, du bist Streamer und spielst den Streamer auf Twitch. Was macht das mit einem? Ach, die rasen auch teilweise an einem vorbei, habe ich gemerkt. Ja, Welle 8 ist Arsch.
Ne? Ist ja klar. Ja. Ist klar. Rumpamin. Oh Gott. Also, unser Ziel ist es, natürlich sehr viel Rüstung, das wird gar kein Problem werden. Aber, was richtig heftig ist, wenn wir dann auf Ausweichen gehen und, ja, das können wir gar nicht gebrauchen, schade. Und dann die Items, wofür man stehen bleiben muss. Ne? Also hier 8 Rüstung, wenn du stehen bleibst. Oder 20% der Attack Speed, wenn du stehen bleibst. Sowas. Heftig. So, das ist ultra gut für uns. Metalldetektor, Buch ist ultra gut. So, jetzt machen wir einen roten. Wie gesagt, der macht AOE-Damage, ist der Raketentower. Medaille finde ich immer so teuer. Aber wäre schon nicht schlecht. Aber eigentlich, nee. So, und dann würde ich sagen, noch einen Schraubenschlüssel. Wir rerollen nochmal. Hier wäre jetzt Ausweichen drin. 5 Ausweichen. Ich glaube, das nehmen wir tatsächlich mit. Oder 2 LP-Regenerationen. Oder beides, aber dann sind wir wieder alle. Man darf mit dem Charakter nicht zu low droppen, was Materialien angeht. Okay, wir nehmen das mit und machen Go. So, wo sind die Turrets? Wo ist der Raketenturret? Da. Schade, er steht alleine. Das ist halt das Problem, ne? Wenn man halt nicht Mechaniker ist oder wie der Charakter heißt, dann stehen die Sachen nicht alle zusammen. Aber ihr seht, der rasiert halt. Der one-shottet halt alles. Das ist ganz geil. Und wir können schön safe hochstecken. Sehr, sehr Ehre. So, sammeln wir mal hier alle Zweier ein. Dann haben wir jetzt direkt plus 9. Geil. Ja, und jetzt hier Bot neben uns. 1, 2. Könnt ihr euch vorstellen, was das macht. Wenn wir so viel Rüstung haben. Lebensregeneration. Ja. So, aber wir machen ja immer weniger Schaden, umso mehr Coins wir oben auf der Uhr haben. Das heißt, ich will jetzt nicht zu... Aber ich glaube, hier sind wir sehr safe. Ne, man muss immer ein bisschen abpassen, dass man nicht zu früh über die 500er-Marke geht. Das ist so ein bisschen... Ey, guckt euch das an, das ist halt insane. Welle 9, 750. Geil. Mit das beste Item, was wir haben können mit dem Charakter. Wirklich. Weil wir so easy Ausweichen hochkriegen. So, mache ich nochmal Max Life, I guess. Okay. Gegner-Tempo. Kommen die langsamer an uns ran. I mean, ist schon nicht schlecht. Wir bleiben eh stehen. Nehmen wir mit. So, Reroll. Hier ist der Heilbot. Geil. Okay, Jagdtrophäe. Brauchen wir tatsächlich, glaube ich, gar nicht. Weil wir werden nicht auf Crit gehen. Das ist kontraproduktiv für unseren Bild, jetzt auch noch auf Crit-Items zu gehen. Da haben wir zu viel Streufaktor dann drin, wo wir unsere Coins für ausgeben müssen. Und wir kriegen, also Geld ist ja wirklich nicht das Problem. Ich nehme noch einen Pilz mit, weil Lebensregeneration wirklich Bombe ist. Geil, das ist eventuell unser... Ja, Polster ist insanely gut für uns. Weil Tempo ist uns scheißegal. Ja, nicht völlig, aber man muss auch aufpassen. Aber später gibt es das Sofa. Wenn wir das Sofa finden, umso weniger Tempo wir haben, umso mehr Lebensregeneration haben wir. Aber ne, also macht Max LP und für 100 Materialien oben auf der Uhr, kriegen wir ein Max Life. Wobei wir... Actually ist das nicht so gut. Weil lass uns... Also das sind dann vielleicht in Summe 10 Max Life. Wenn wir 700 Dings haben und auch erst gegen Ende. Das ist gar nicht so krass. Dafür, dass wir minus 5 Tempo bekommen. Das ist halt eher so für Saver oder so richtig krass, ne? Ja, nee. Okay, cool. Dann machen wir noch einen Raketenturm. Nice. So, minus 1 Rüstung ist uns scheißegal. Wirklich, wir haben so viel Rüstung. Wir werden noch so viel Rüstung fahren. Filzhut. Und, okay, das ist alles sehr gut. Also, pass mal auf. Filzgut, nice. Attack Speed brauchen wir nicht. Crit brauchen wir nicht. Kriegen Ernte richtig viel. 45 Ernte, Maschalado. Das ist der neue Wagen von Lamborghini, Digga. Kam direkt nach dem Muskellager raus. Das ist geil. So, die saven wir. Beides. Naidu. So. Wo sind die Raketenturrets? Okay, da ist einer. Ja, dann. Ich stelle mich neben dem Highbot und chille. Ich chille. Jawohl. Schön immer plus 3.
Nice. Sehr gut. Ja, so läuft der Lachs, ne? Ey! Ashraf Hakimi, danke für den Sub. Ey, schon einen Monat dabei. Danke. Oh, scheiße, ich muss mal eben... die Zweier... Ja, jetzt, wir dürfen jetzt nicht wieder zu viel wollen. Okay. All good. So, jetzt fahren wir noch ein bisschen. Okay, ja, ja, ja. Hier auf die letzten 10 Sekunden mal richtig einen raushauen. Schön. Ja, klasse. Und jetzt ziehen wir nochmal richtig durch. Wir haben Healing neben uns liegen nochmal. Ah, das tut weh. Heil mich, heil mich. Schön. 750 ist immer eine gute Marke. So, drei Technik. Bei Technikfragen. Huch, 4 LP-Regeneration. Geil. Nummer 12 schon. Okay. Oh, das ist alles très bien. Also, das, das, das. Für 0. Feuergeschütz. Nice. 2 Rüstungen. Da sieht man jetzt das Scaling mit Leben. Dann war das die Axt eben. Doch nicht, habe ich mich gehört. 10% Crit. Nee, oder? I mean, das Item. Nee. Also, actually, ne, diese Minus-Rüstungs-Items sind für uns richtig gut. Weil wir haben en masse Rüstung. Ich meine, wir haben jetzt schon 20. Und ab jetzt ist der Unterschied echt nicht mehr groß. Oh, sehr gut. Sehr gut. Auch sehr gut. Auch sehr gut. Weiter. So, jetzt kommt Elite-Gegner. Den killen wir einfach, indem wir rennen. Also wir scheißen jetzt mal auf Coins. Ist tatsächlich echt so das the way to go, weil wir mal jetzt 40% mehr Schaden. Ja. Ja, wir haben nicht genug Damage, ich merke das schon. Wir haben nicht genug Damage. Ich versuche ihn irgendwie zu einem Turret zu locken, aber also gefühlt. Ich meine, er burnt, aber ja, ihr seht's. Also ist jetzt Hälfte um gleich. Ja, ist natürlich bitter. Aber gut. Machst du nichts. Ja, wobei. Nee. Da haben wir nicht den Damage für. Aber ihr seht, ne? Also wenn wir uns bewegen. Wir sind schon arschtanky. So, und überall liegen zwei herum. Das ist halt auch so ein Ding bei ihm. Das ist halt crazy. Und das hier machen. Also wenn wir uns bewegen, wir sind arschstark. Wir haben einfach 40% mehr Schaden. Und 40% mehr Attack Speed. Nee. So, Max Life, joa. Weizen. Nee. Nee, nee, nee. Ausgerenkter Kiefer. Nochmal ein bisschen Max Life. Why not? So. Alien Augen. Geil. Alle 3 Sekunden 6 Kugeln. 18. 50% unseres Lebens sind doch nicht 18. Ach, wir haben minus 37 Schaden. Wieso haben wir minus 37% Schaden? Achso, weil wir so viel Coins auf der Uhr haben, klar. Das wird einfach live im Shop berechnet. Heftig. Wie viel haben wir jetzt? 20, gut. Okay. Dann, hier noch einen Schraubenschlüssel. Machen wir. Hey, Sniper-Turrets wären natürlich gut gewesen gegen ihn jetzt. Gegen Elite-Gegner, aber was soll's. Krone. In Welle 12. Ist krass. Ernte steigt halt mehr. Aber ist es wohl... Ja, zusätzlich 8%. Wir können ja mal erhaltene Werte gucken hier. Brauchen wir jetzt nicht viel rechnen. Ist doch super. So, Metalldetektor-Safe auch. So, und jetzt ist so ein bisschen das Ding. Jetzt haben wir Coins-Probleme, ne? Ihr merkt es. Oh, bleib weg von mir. Das Geile ist, die Schraubenschlüsse haben ja auch Rückstoß ein bisschen, ne? Ihr wisst. So. Ja, das war nicht Wolf. Also bewegen ist halt wirklich nicht Wolf. Bewegen ist nicht Wolf. Wir stehen jetzt einfach. Wir stehen, bleiben stehen. Und das ist unser Gameplay. Das ist unser Leben, unser Dasein als Streamer. Ist so nice. Ja. Lebenstechnisch? Ah, jetzt wird's voll. Oh, okay. Ja, machen natürlich jetzt auch nicht mehr so viel Schaden. Ne? Schnie, schnall, schnappi. Cool. Nochmal ein paar. Ein paar. Ein bisschen was. Ja.
War ich ein bisschen zu safe. Hätte ich schon noch ein bisschen weiterfahren können. 15 Glück nehmen wir mit. So, hier hätten wir jetzt eine Tasche. Ihr seht es. Hat jetzt eine Grenze von 3. Aber wurde genervt. Vorher war es ja unique. So, wie viel hat das jetzt schon gebracht? 5. Also 5 Ernte zusätzlich, okay. Nehmen wir die Tasche mit. I guess not, oder? Ja, doch. Nach 3 Kisten schon wieder worth. Ja, doch. So. Lebensabzug wollen wir nicht. Minustechnik wollen wir nicht. Mehr Gegner wollen wir nicht. Wir wollen weniger Gegner. Flosse gibt uns sehr viel Tempo. Aber ich würde lieber weiter auf Technik spammen. Projektile können Ziele durchdringen. Das ist jetzt die Frage, ob das die Turrets betrifft. Spielt Technik nicht so viel. Warte mal. Ja, ich glaube, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die Frage ist, wäre das auch so wichtig für die Turrets oder so gut? Weil dadurch, dass ja nicht die Gegner alle in einer Gruppe auf die Turrets zugehen, sondern zu mir, hat man auch nicht, glaube ich, so diesen... Ja, weiß nicht. Baum, cool. Schraubenschlüssel. Mehr EP. Ja, nehmen wir. Jetzt sind wir wieder sehr low. Aber hilft ja nichts. So, irgendwo Raketenturrets. Ja, hier sieht's gut aus. So, hier fahren wir uns jetzt hoch. Jetzt machen wir halt sehr viel Schaden, weil wir keine Materialien auf der Uhr haben. Das Ding ist halt auch, vor jedem Bossfight eigentlich alles ausgeben, weil da macht ihr halt am meisten Schaden, ne? So, jetzt sammle ich mal ein, weil dann bin ich hier... Jawohl. Kriegen wir die Dreier-Stacks, doch schön. Na, jetzt einfach nur stehen bleiben, I guess. Ausweichen wäre noch nice, wenn wir mehr Ausweichen kriegen könnten. Aber ansonsten... Ja, der ist nervig. Mann! Ihr Schweine, wirklich. Wir haben halt keinen... Ja, komm. Noch ein bisschen. Ja, das ist nicht gut. Ihr merkt es. Also es geht so viel Zeit flöten, wenn man so bei 100 oder unter 100 in die Runde startet. Katastrophe. 9 Max Life. Boah, Tyler. Nice. Hat 50% mehr Attack Speed, wurde übel gebufft. Ja. Nehmen wir auf jeden Fall. Glücksbringer nehmen wir auch. Und jetzt starten wir bei 100. Besser als bei 30, weil jetzt haben wir schon die 3er-Ticks. So, jetzt die Frage. Schaffen wir den? Ich lock den mal hier runter. Ich glaube, hier ist ein guter Ort. Oder? Ich weiß es nicht. Wir bleiben mal bei dem, genau. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es reicht nicht. Es ist bitter, dass wir Elite-Gegner so viele haben. Und wir können keine Coins machen, weil bei dem Elite-Gegner können wir auch nicht stehen bleiben. Das ist unlucky. I mean, look at it. Das ist eine schlechte Runde für uns. Und jetzt sterben wir sogar vielleicht noch. Boah, das war knapp. Okay, machen wieder Max Life. Und LP-Regeneration. Wir kriegen auch gar keine Technik da, ne? Das ist schade. Okay. Geil. Sehr gut. Das auch arschgut. Und das saven wir. So, jetzt bitte richtig Geld pumpen. Juti. Da ist das Ei. Mach das weg, bitte. Mach das bitte weg. Ich darf mich nicht bewegen. Ah. Okay. Ja, ja. Ist okay. Der trifft mich irgendwie nicht. Ich habe aber viel Ausweichen. Wo ist mein Healbot? Wissen wir das? Wo ist denn der Healbot? Da unten einzeln. Das ist ja Katastrophe.
Okay, 16er Ticks. Ja, jetzt, ich glaube, ich warte noch. Ich bin noch nicht tanky genug. Ich bin immer sehr greedy mit dem Streamer. Ich habe den gestern schon ein paar Mal gespielt. Ich meine, wir sind ja noch 20 Sekunden drin. All good, ja. So, jetzt stellen wir uns hin und stacken noch hoch. Geil. Geil, jetzt haben wir 1000. Alter, sogar haargenau, heftig. Traurige Tomate, perfekt. Geil. 6 Max Life. So, hier nochmal LP-Regeneration und Max Life. Ja, nehmen wir mit. Rüstung brauchen wir nicht, weil wir nehmen hier einfach Feuergeschütze. Haben wir das mit drin, nur ohne negativen Aspekt. Augenbinde nochmal für Ausweichen. Geil. Nochmal Raketenwerfer. Das lohnt nicht mehr. Oh, was macht die Krone inzwischen? 26 Ernte haben wir dadurch bekommen. Hm. Blutegel. Ja, nehmen wir mit. Und das hier saven wir, glaube ich, oder? Ja, jetzt gehen wir rein. Nice. Hm, da wäre der Healbot. Dann gehen wir mal hier hin. So, das ist jetzt tricky, weil es kommen die Leute, die hier buffen. Und die müssen geklärt werden. Und da habe ich nicht so... So, und hier, ich darf jetzt wirklich nicht greedy sein. Weil wenn ich jetzt... Ich könnte, glaube ich, jetzt sehr lange da stehen und einfach Geld pumpen. Aber was ist, wenn die Buffer hier stacken, ohne dass es für mich in Reichweite ist? Und ich komme nicht an die ran, weil ich einfach minus 80 Tempo habe. Das wäre Katastrophe. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, ich habe jetzt schon 600 Coins. Das ist schwierig für mich hier gerade. So, das sieht nicht gut aus. Tatsächlich. Weil die großen Jungs gebufft wurden und ich nicht wegkomme. Das ist so tricky. Habt ihr es gesehen? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wir machen ja auch keinen Schaden dann. Ich habe gerade zu früh zu viel Geld angesammelt. Das ist das Problem. So, wir machen einen neuen Versuch. So, Leute, wir sind gerade Welle 8. Wir haben übertriebenes Pech in diesem Run. Aber wir haben zweimal Wellen. Ja, also Horden. Und wir haben Werkzeugkasten. Also wir haben viel Technik, 20. Aber wir haben zum Beispiel gar keine Lebensregeneration. Also null. Und Glück auch fast gar nicht. Also ist schwierig. Wir gucken mal. Und wir haben auch fast keine Konstruktion. Das ist insane. Wir haben, glaube ich, nur eine oder so. Das ist jetzt Welle 8. Wir müssen natürlich gucken, dass das hier läuft, der Lachs. Aber ja, er ist gerade sehr tricky. Wir sind null tanky, haben gar keines... Also, es ist schwierig gerade. So, das ist ja auch schon so durch, die Jungs. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 komm. Ach, komm, hör auf. Ja, es war wieder klar. So. Zack. Ja, die Flammenboys. Die müssen jetzt mal delivern. Ne? Ich meine, wurden auch ein bisschen, glaube ich, gebufft. Ne, der Einzelne wurde gebufft, ne? Die Konstruktion quasi. Aber nicht der entstehende aus den Schraubenschlüsseln. Der Flammenwerfer da ist, glaube ich. So, nochmal ein bisschen hier pushen. Oh Gott. Ja, ist tricky. Haben ein bisschen Ernte. Hier, das können wir mitnehmen. Da ist die Frage, ob Turrets halt die Gegner ausslowen, ne? Okay, 12 ausweichen ist insane. Holy shit. Gut. Ja, skaliert irgendwie nicht auf. Na gut. Metallplatte, nee. Wir wollen jetzt... Das große Problem übrigens bei diesem Charakter ist, und es muss angepasst werden, meiner Meinung nach, er hat einfach keine Item-Tags. Also er hat nicht Item-Tag-Technik oder so, oder ist es schlimm? Okay, hier 3 Technik, 5 Tempo. Das nehmen wir mit. Ja, das machen wir wahrscheinlich schon weiter. Hm. Okay, wir haben einen Laser-Turret. Gut. Jetzt kommen die 6er. Ja, ist eine Farmwelle. Aber müssen wir mal gucken, ne? Nicht wieder jetzt greedy werden. 300 auf der Uhr. Das bedeutet, wir haben... Okay, es geht noch. Geht noch. Ja, 300 geht noch echt voll klar. Aber ein bisschen Healing wäre gut.
Ja, wir haben keine Lebensregeneration. Wir haben den Healbot nicht. Es ist eine Katastrophe, Leute. Es ist wirklich. Na gut. So, wir versuchen jetzt mal aufzuholen ein bisschen. Richtig Coins zu generieren. Ach du Scheiße. Ah, die dicken Jungs. Also die Charger sind das Leid eines jeden Technikspielers. Ich sage es euch. Das ist sehr gut. Nice. Das ist auch gut. So, jetzt zwei Technik nehmen wir mit. I guess 9 Max Life. Ja. Oder 15 Glück. Ja, 15 Glück. Okay, Dünger. Sollte sich noch auszahlen. Ja, safe. Ja, Chamäleon. Geil. 20% ausweichen, wenn wir uns nicht bewegen. Das ist ultra gut. Metalldetektor nehmen wir mit. Einmal noch. Jeton. Geil. Flosse nicht. Wir starten rein. Wie viel ausweichen haben wir jetzt? 40%. Das heißt, wir stellen uns jetzt in die 4 Turrets, würde ich sagen. Und haben jetzt 40% ausweichen. Wie viel Rüstung haben wir? 14. Das ist wenig für ihn, verhältnismäßig. Nehmen. Der hat gehittet. Sage. Aber wir haben ein bisschen Lebensregeneration. 3. Ja, aber ausweichen läuft. Geil. Geil. So lässt es sich doch leben. So, ich sammle einmal ein bisschen die Zweier ein und versuche mal. Ne, ich will ein bisschen. Nicht zu früh viel Coins generieren. Wir haben es eben gesehen, was dann passieren könnte. So, 13 Sekunden. Okay, jetzt gebe ich nochmal Vollgas. Es ist echt ein Balanceakt immer mit ihm. Weil wir machen dann gegen Ende halt gar keinen Schaden mehr. Und sind langsam. Das heißt, wir clearen nicht. Ja, okay. 800 ist in Ordnung. Das ist schwerst in Ordnung. Rüstung brauchen wir nicht. 3 LP. Abfahrt. So. Recyclingmaschine. Haben wir Tasche oder sowas? Haben wir Bäume? Nee, gar nicht, ne? Nee, dann. Dann in der 13, in der 11. Runde nicht mehr, I guess. Rerollen. Legierung, sehr geil. 3 Technik. Minus 6 ausweichen. Das ist ordentlich, ne? Für 3 Technik 200 Tacken. Nee, I guess not. Wir brauchen mal Konstruktion. Weiße Fahne sehr gut, Sparschwein sehr gut. So. Das ist nichts. Was ist das denn? Bärtierchen. Hebt den erlittenen Schaden von einem Treffer pro Welle auf. I don't know. Ist es... I don't know. Ich meine, es ist quasi eine künstliche Erhöhung noch des Ausweichen-Caps, ne? Dass selbst wenn da mal was trifft, aber einer ist halt. Also ein Treffer, den wir kassieren würden, pro Runde, kassieren wir nicht. Cool. Aber, boah. Ich habe das Gefühl, es ist nicht gut. Weil bei uns kommen die ganze Zeit Horden von Gegnern rein, wir werden die ganze Zeit gehittet. Wir sind ja Full Tank und dann halt noch oben drauf schön ausweichen. Aber wir rechnen schon damit, dass wir immer ins Gesicht kriegen. Oktopus, das nehmen wir. Yes, aber wir heben das auch für nächste Runde, glaube ich, oder? Wir nehmen Schmuck mit. Hey, pass auf. Wie machen wir das? Wir können jetzt nicht bei Null anfangen. Okay, wir nehmen Schmuck mit und Pflanze. Und den Oktopus sperren wir. Nice. Hier steht es sich, glaube ich, auch direkt ganz gut. Vielleicht will ich einmal hier hin. Ja. Ja, der Raketenturret ist halt jetzt sonst wo. Der Raketenturret hier oben. Der böllert. Boah, die sind. Ja, hier brauche ich Damage, um die zu clearen. Wie machen wir das? Also, das Geile ist ja, man kann das ja auch immer noch so spielen. Ja, man muss ja jetzt nicht die ganze Zeit stehen bleiben. Das ist halt nur, wenn man viel Coins haben will. Aber das geht ja auch so. Ne? Ja, da habe ich auch zu wenig Knockback-Gefühl.
Eieieiei, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen, wie wir das machen. Ich hätte so gern diesen Healboard, Mann. Der ist so gut mit ihm. So essential, you know what I mean? Na gut. Okay, neuen Ausweichen nehmen wir mit. Geil. So, Octopus rein. Stromgenerator weg. Komplette Katastrophe. geil, Schubkarre. Und endlich mal eine Konstruktion. Wow. Hat ja auch nur 12 Jahre gedauert. Also wirklich. Frech. So, weiter geht's. Jetzt kommt Horde. Oh Gott, alles so verteilt. Ab zum Rocket Turret. Okay, ich glaube, vielleicht eher hier hin. Ausgewischen. Wie viel Ausweichen haben wir denn jetzt, wenn wir stillstehen? 49. Nice. Ich tue mich mal nach links wieder, weil links ist eh viel besser, oder? Das ist jetzt halt nur, weil am Anfang, um Horde oder so mal zu zeigen. Oh Gott, was ist denn hier los? Ey? Die Horde zeigt mich gerade an. Okay. Ja, ich brauche mehr Raketenwerfertürme. So, ich glaube, ich laufe. Mache ich mehr Schaden. Und mehr Attack Speed. Zehn Sekunden. Diese feine Counter und die Mo. Okay, ich bleib nochmal stehen. Ja. Ich meine, 500 ist nicht bad. Plus 3 Rückstoß, das nehme ich mit. Nee. Ja. Sehr gut. 14. Barrikade, perfekt. 8 Rüstung, wenn wir uns nicht bewegen. Das nehmen wir. Hier brauchen wir nichts. Bitte gebt mir doch einfach Konstruktion. Please, Junge. Ja, und Schraubenschlüssel. Auch mal ein Ding. Ihr Keks. So. Propellermütze. Aha. Machen wir noch das. Und go. Okay, da oben ist der Raketenwerfer. Der one-hittet immerhin alles. Oh, jetzt kann mich der da abballern. Ich glaub es nicht. Gut. Welle 13. Also, bei den Buffern. Da müssen wir mit 0 reingehen. Welche Welle war das? 14 oder so? Ich weiß es gar nicht. Die sind entspannt, weil die treffen mich ja einfach nicht. Ja. So, dann sammeln wir mal ein. Mich da abballern. Ich glaube es nicht. Oh Gott, das ist der eklige Kombo. Auf der einen Seite diese Charger und dann wird man auch noch eingekesselt von diesen Krakenboys. Junge, 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 Junge. Nee. Ich brauche den Healbot, please. Schnecke, sehr gut. 12 Ernte. Gilt Reichweite auch für die Turrets? Das ist hier die große Frage. Wir probieren es aber mal aus. So, da ist ein Geschütz. Sehr gut. Immerhin. So. Noch ein Geschütz. Toll, toll, toll. Das inzwischen nicht mehr. Premium. Jetzt wird ein Schuh draus. Sehr gut. So, ja, die große Frage, ne? Ist Reichweite auch für Turrets? Müsste ich mal im Wiki nachforschen. Wo stellen wir uns denn hin? Hier sind 2 Raketentürme. Das ist gut. Ja, ich muss sagen, Streamer ist schon ein bisschen tricky. Es gibt halt den Easy Mode, dass du halt gar nicht so viel... Also, dass du halt einfach 6 Zwillen dir greifst und komplett Randale machst. Klar, da gibt es die Möglichkeit. So, wenn wir stehen, haben wir 27 Rüstung. Das wollte ich mir mal angucken. Das sind 64% weniger Schaden. Ja, und 50% Ausweichen. Das ist klasse. Das ist klasse. Ich glaube, das ist eine Welle. Jetzt gehen wir mal richtig Randale, ja? Ja, die sind tatsächlich alle geslowt von dem Zahn. Und ich glaube, die haben auch mehr Range. Ist halt schwer zu beurteilen, ne? Okay, aber das sieht wunderbar aus.
Das sieht sehr, sehr gut aus. Wie die alle geslowt sind. Das ist sehr, sehr gut. Also der Zahn ist tatsächlich eine gute Sache. Brand wird schneller aktiviert. Ja, für die Flammentürme. Aber die habe ich bald eh nicht mehr. So, machen wir nochmal den. Ja, und den. So, und dann den Filzhut, I guess. Und dann einmal rerollen. Flügel. Landminen. Geil, und Heiler. Okay. Sparen wir, heben wir uns beide auf. Na, Landminen kaufe ich sogar. Komm, was soll der Lachs? So, Abfahrt. Oh, das sieht gut aus. Hier fühle ich mich wohl. So. Klasse. Guck mal, hier kann ich noch ein bisschen einsammeln. Mache ich doch mehr, oder? Oh, hier ist ja auch klasse. Ja, ich glaube, ich habe weniger Kohle gemacht, als wäre ich einfach stehen geblieben. Das ist halt insane. Hier liegen so viel Zweier rum, aber es ist halt egal. Weil du pro Sekunde halt so eine 7 machst. Das ist ja heftig. Einfach nur heftig. Ne, ich gehe wieder rüber zu denen. Ja. Also allein, dass sie alle geslowt sind, ist halt crazy. Straight up crazy. So, ich glaube, nächste... Also, kommen die Buffer noch? Die müssen noch jetzt nächste Runde kommen, glaube ich. Hm. Okay, 700. Das ist gut. So, hiervon brauche ich einfach gar nichts. Ja, nehmen wir Glück mit vielleicht. Nee, ich brauche Leben oder Lebensregeneration. Oder Technik, genau, Technik. So. 4 Technik, okay. So, das, das. Das nehmen wir auch mit. Oh, guck mal hier, Metalldetektor. Lederweste, auch toll. 6% ausweichen. Und rein damit. So, wie stehen die Geschütze? Immer sehr wichtig. Und welche auch? Oh, hier sind 3 Raketenwerfertürme. Reiner. Okay, das sind die Buffer. Okay. Okay. Wir dürfen gar keine Materialien einsammeln. Ich muss mein Damage-Potenzial ganz schön umhalten. Weil wenn die Dicken kommen und die die buffen und ich mache kein Damage mehr, weil ich 1000 Millionen Materialien auf der Uhr habe, dann habe ich ein Problem. Ja, das heißt, wir bleiben schön in Bewegung. Ja, klasse. So, da ist ein Dicker, den würde ich gerne direkt ausschalten wollen, bitte. Schön, schön. Ich will gar nicht einsammeln. Schön. So, 14 Sekunden. Wir können das mal so machen. Guck mal, da unten stehen so ein Buffen, ne? Die Schweine. Okay. Ja. Ist eine Downer-Runde, I know, aber geht nicht anders. So, 5 Lebensregeneration, das geht gut. Raketenwerfer, okay. Was krieg ich hier? Man merkt so krass, dass er halt kein Item-Tag hat. Das macht ihn so schwierig. Was soll ich mit der Scheiße? Also, ist doch frech. Na gut, dann das. Aber ist doch Müll. Ich brauch Konstruktion. So. Jetzt kommen Elite-Gegner. Wir starten schön mit 0 rein. Also was heißt mit 0? Mit 160, aber you know. Ja, kriegen wir ihn down. I think not. I think not. Also Damage-wise ist so ein Ding, ne? Der Charakter mit Konstruktion. Ist so eine Sache. Ja, ja, ja. Ich merk's auch. Vielleicht geht er auch nur mit Schleudern. I don't know! Also gefühlt, wir kommen ja gut durch. Nur, es ist halt irgendwie kein gutes Gameplay für Brotato. I mean, wir kriegen wirklich gar keinen Schaden. Klar. Wir können legit auf den Nahkampf gehen. Das würde mehr bringen. Einfach. Ja, ich weiß auch nicht. So, ich bleib mal stehen ein bisschen. Ich will ein bisschen Coins machen. Bitter, dass wir den halt nicht kriegen, ne? Aber hilft nichts. Das brauchen wir alles nicht. So, Wanderbot gibt 2 Rüstungen. Und Slot nochmal Gegner. Traurige Tomate nochmal. Geil. Feuergeschütz. Nice. So, weiter geht die wilde Fahrt. Jetzt tickt das Leben hoch.
Das ist doch schön. Hier schön zu... Oh Gott. Oh Gott. Was ist passiert? Ja, wir haben noch mal ein paar Buffer im Haus. Im Gebäude. Ach du Scheiße, Junge. Die heilen hier einen ab sich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Lebensregeneration auf Doom. Warum hitten die mich? Ich hab viel Ausweichen. Den hätte ich gern. Prügel den. Gib mir die Kiste. Gib mir die Kiste. Gib mir die Kiste. So. Das ist so krass, ne? Das Game ist so krass. Ich meine, wir machen ja nicht schlecht Gold. Aber wir kriegen ja unsere Sachen nicht. Das ist doch doof. Tempo ein bisschen gegensteuern? I don't know. Wird das nehmen. Wir haben 80 Glück. Ich krieg hier 3 Kammen-Sachen. Was ist das? Ja, nehme ich jetzt das. Das wollen wir alles nicht. Okay. Nehme die Lederweste. Dann sollten wir jetzt 61 Ausweichen haben, wenn wir stehen bleiben. Klebeband. Beauty. Ich bin nicht happy mit dem Run. Bin ich ehrlich. Die Frage ist, schaffen wir es trotzdem? Wenn wir Welle 20 alles ausgeben, was wir haben, dann machen wir 40% mehr Damage, rennen schnell. Ja, ich glaube, man kann es gut schaffen, weil wir einfach auch so viel Rüstung und Ausweichen haben, auch wenn wir nicht stehen bleiben. Oh, ich muss noch ein bisschen chippen. Oh Gott. Ja, vielleicht noch nicht über nächste Runde denken, wenn die noch nicht da ist. Wada, 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 wada. Oh. 20 Sekunden. Ach du Scheiße. Wo sind die Buffer? Da. Schlag sie. Oh Gott. Oh Gott. Bitte ausweichen. Ja. Nicht mehr einsammeln. So leben. Lecker. Schlecker, klein und rund. Wir drehen noch eine kleine Runde in meinen Mund. So. Ja, wenn man geht, geht's. Versteht ihr? Bis 600, das ist ja nichts. Okay, wir nehmen jetzt Tempo mit, tatsächlich. Jetzt geben wir alles aus. Das. Glück brauchen wir nicht mehr. Oh. Ja, das haben wir nicht mehr. Hm. Das ist ja bitter. Hilft nichts. Ah, jetzt komm, jetzt wird's mich verarschen. Warte, wenn ich den verkaufe? Für 33? Ja. Machen wir so. So. Jetzt haben wir nämlich 7 Tempo. 40 Ausweichen. 33 Rüstung. Das sind... Wie viel Schadensreduzierung? Ist ja immer so die Sache. 69. Ey, das, irgendwann macht das echt kaum Unterschied. Ganz gut leben. 100 Ernte, krass. Aber ja. Okay, bewegen. So, tötet sie. Bitte tötet sie. Ich weich nur aus. Oh, hier ist ja richtig was los hier, wa? Ja, ja, ja. Das ist, aber ich mach keinen Schaden. Das ist insane. Ich renne einfach nur weg. Und versuche. Nee, ich muss die bekämpfen in der Region. Ich glaube, ich kann hier nicht auf ewig versuchen, die... Ding ist, die Materialien gehen hoch. Versteht er? Nee, ich glaube, ich mal auf durchhalten. Okay, der rennt weg. Ich glaube, ich renne wirklich einfach weg. Weil ich kill die nicht. Es ist so sad. Es ist so sad. Ich kill die nicht. Okay. 20 Sekunden. Wir haben nicht ein Healbot. Ist eine Frechheit. Ist wirklich eine Frechheit. Oh Gott. So, den Buffer, den machen wir mal weg. So. Und
Ciao, Kakao. Den auch. Ciao. Supi. Ich habe noch nie auf Gefahrenstufe 5 überlebt und es geschafft, ohne die Bosse zu killen. Ist ja komplett sad. Community Support, ja. Peachmeat, ne? Immer noch Thema. Cool. Plus 1 Angriffstempo für jeden aktuellen Gegner, der lebt. Das ist ja sick. Was hat das für ein Item-Tag? Was hat das für ein Item-Tag? Brotato Wiki? Community Support? Alle ablehnen. Items. Kann man. Gibt es eine Suche eigentlich mittlerweile? Ja, sehr gut. Community Support. Geil. Hat das Item-Text? Keine. Okay. Also ist auf vielen Builds ultra sick. Holy shit. Ist ja ein arschgutes Item. Okay. Leute, ich bedanke mich. Das war irgendwie unsatisfying. Bin ich early, aber erfolgreich. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.